Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 2017 ist ein besonderes Jahr und das nicht nur, weil die SPD bei den Bundestagswahlen ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren hat und die Bildung der Bundesregierung schon eine geführte Ewigkeit dauert. Auch nicht nur, weil die CDU-Bundestagskandidatin Karin Strenz mysteriöse Gelder aus Aserbaidschan erhält und trotzdem in den Bundestag eingezogen ist. Und auch nicht nur, weil die AfD hier im Landtag jede Gelegenheit genutzt hat, um zu beweisen, dass sie eigentlich gar keine Alternative ist. Nein, meine Damen und Herren, das sind zwar alles wichtige Ereignisse und Erkenntnisse, aber darum geht es an dieser Stelle heute nicht. Stattdessen geht es um einen bestimmten Tag. An diesem besonderen Tag tun es sonst nur die Brandenburger, die Sachsen, die Anhaltiner, die Thüringer oder die Mecklenburger und Vorpommern. Irgendwelche Ideen? Ich verrate es Ihnen, Sie begehen Jahr für Jahr den Reformationstag als gesetzlichen Feiertag. In diesem Jahr, 2017, war das anders. Dieses Jahr war für alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland der 31. Oktober ein gesetzlicher Feiertag. Dieser zusätzliche Feiertag hat natürlich viel Freude, aber auch eine intensive Debatte ausgelöst, die bereits ein paar Tage älter ist. Insbesondere in den norddeutschen Ländern wurde die Diskussion um einen zusätzlichen Feiertag von der SPD wieder neu entfacht. Zu Recht, meine Damen und Herren, schauen wir uns doch einmal an, wie es um die Anzahl der Feiertage in der Bundesrepublik bestellt ist. Während insbesondere die norddeutschen Länder wie Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Niedersachsen 2017 lediglich 10 gesetzliche Feiertage besaßen, geht im Süden der Republik die Post ab. In Baden-Württemberg sind es 13 Feiertage, wie auch im Saarland. Und die Bayern machen gleich an 14 Tagen frei, in Augsburg wird sogar an 15 Tagen gefeiert. Meine Damen und Herren, sieht so eine gerechte Feiertagsregelung in einer geeinten Bundesrepublik Deutschland aus? Mit Sicherheit nicht. Doch das ist noch längst nicht alles, Herr Schulte. Noch ungerechter wird es, wenn wir, Herr Ehlers, wenn wir gleichzeitig den Blick auch noch auf andere Parameter, wie beispielsweise die durchschnittlichen Arbeitszeiten richten. Logisch, Herr Ehlers, ist doch, dass aufgrund von weniger Feiertagen im Umkehrschluss mehr als in dem Vergleichsbundesland gearbeitet wird. Das ist einleuchtend. Doch vergleichen wir einmal die durchschnittliche Arbeitszeit zwischen Mecklenburg-Vorpommern und jetzt nehme ich mal das Saarland im Jahr 2016. Da gehen die Menschen dann hier mal locker flockig 91 Stunden mehr arbeiten. Jetzt wird ja der aufmerksame Zuhörer fragen, Moment mal, das Saarland hat doch 3 Feiertage mehr, macht nach Adam Riese, wenn wir mal von Vollzeit ausgehen, bei 8 mal 3, 24. Also ist der Beschäftigte hierzulande nicht nur mit weniger Feiertagen an sich in den Hintern gekniffen, sondern auch bei der insgesamt geleisteten Arbeitszeit. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, ein weiterer Vergleich. Er wird Sie nicht überraschen. Trotz der vielen Reden über die Notwendigkeit guter Löhne im Rahmen von aktuellen Stunden oder gar der Überholspur, hängt Mecklenburg-Vorpommern noch immer im Lohnkeller. Also sind die Beschäftigten unseres Landes auch an dieser Stelle nach wie vor ein Stück weit benachteiligt. Fassen wir also ein Zwischenfazit. Mecklenburg-Vorpommern ist eines der schönsten Bundesländer in Deutschland, das ist Fakt. Doch gönnen wir uns die wenigsten Feiertage, gehen länger arbeiten als anderswo und kriegen dafür auch noch den geringsten Lohn. So, Herr Ehlers, auch wenn Sie sich da immer fleißig mit Zwischenrufen betätigen, sieht die Welt eben jenseits der rosa-roten Koalitionsbrillen von SPD und CDU aus. Und deswegen war ich auch schon baff, wie sich die Koalitionäre auf Nachfrage der Presse geäußert haben. Von der CDU war ich ja fast schon enttäuscht, dass sie nicht pauschal und ohne dass es mit dem Thema zu tun hätte, wieder auf die Tarifautonomie abgestellt haben. Die SPD jedenfalls hat mich überrascht, Herr Kollege Schulte. Sind es doch, und ich habe es angesprochen, anderswo genau Ihre Genossen in den übrigen norddeutschen Ländern, die diese Debatte um einen zusätzlichen Feiertag maßgeblich mit antreiben. Doch hierzulande, hierzulande ist natürlich alles anders. Und so haben Sie ja dann auch erklärt, dass ein zusätzlicher Feiertag die Wettbewerbsfähigkeit des Landes beeinträchtigen würde. Oha,
habe ich gedacht, das Statement war entweder mit der CDU gut abgestimmt oder Ihre schon sehr lange Partnerschaft färbt langsam ab. Aber mal im Ernst, meine Damen und Herren, mit solchen Schlagworten... Herr Förster, einen Moment, Herr Schulte. Ihre Fraktion hat Redezeit, auch wenn Sie nicht als Redner angemeldet werden. Wir diskutieren hier nicht, ansonsten gibt es einen... Also, Herr Kollege... Damit denke ich, ist alles gesagt. Ich gebe jetzt Herrn Förster das Wort und Herr Schulte beschränkt seine Zwischenrufe auf das Nötigste. Also Herr Kollege Schulte, ich kann damit gut leben. Das belebt ja auch durchaus die Debatte. Aber ich werde mal jetzt ein bisschen zurückfahren, damit Sie morgen nicht wieder als Motzki in der Zeitung stehen. Also mal im Ernst, meine Damen und Herren, mit solchen Schlagworten wie Wettbewerbsfähigkeit braucht man eigentlich an der Stelle gar nicht kommen. Denn es wird mir ja wohl niemand erzählen wollen, dass Bayern mit seinen 14 Feiertagen 2017 nicht wettbewerbsfähig war. Oder schauen wir mal nach Belgien, nach Luxemburg, nach Großbritannien. Da werden Feiertage ja sogar nachgeholt. Wenn sie auf einen Sonntag fallen, dann ist in der Regel der Montag danach frei. Sind diese Länder etwa alle nicht wettbewerbsfähig? Herr Förster, wir sind in der Einbringung, Herr Schulte. In der Einbringung ist eine Frage nicht zulässig. Dazu sagt beispielsweise der Wirtschaftsforscher Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaft in Berlin, das ist nichts, was die deutsche Wirtschaft umbringen würde. Also dieses Argument mit der Wettbewerbsfähigkeit ist zwar einfach und schnell herbeigenommen, aber am Ende des Tages ist es eben auch durchsichtig und zieht deshalb nicht. Meine Damen und Herren, nachdem ich nun die Grundmotivation dargelegt habe, die Feiertagsregelung anzugleichen, gestatten Sie mir noch einige Worte zum konkreten Vorschlag. Natürlich hätte meine Fraktion auch einen allgemeinen Antrag stellen können, mit dem Ziel, dass wir gemeinsam überlegen, welchen Tag wir zum Feiertag erheben. Als jetzt wieder ehrenamtlicher Gewerkschaftsfunktionär kenne ich da Vorschläge. DGB-Beschlusslage ist beispielsweise der 8. März. Es gibt auch Ideen, den 9. November zum Feiertag zu machen. Tatsächlich dachten wir uns aber Folgendes mit Ministerin Schwesig als ehemaliger Bundesfamilienministerin und jetzt hier Ministerpräsidentin des selbsterklärten Kinderlandes Nummer 1, haben wir doch eine engagierte Streiterin für die Sache der Kinder und Familien an der Landesspitze. Was ist also naheliegender, als den Kindertag als zusätzlichen Feiertag vorzuschlagen? Und eigentlich hätte ich auch erwartet, dass gerade aus dieser Richtung einmal Unterstützung signalisiert wird. Denn dann erfüllen wir das ganze Gerede vom Kinderland Nummer 1 auch einmal konkret mit Leben und eben nicht nur mit Worten. Denn dieser Feiertag käme ja den Kindern und ihren Eltern zugute, weil sie mehr Zeit miteinander verbringen könnten. Das wäre doch mal eine innovative Herangehensweise. Dann hieß es in Zukunft eben nicht mehr nur, Samstag gehört der Vati mir, sondern am 1. Juni gehören die Eltern mir. Und mit dieser Idee sind wir auch nicht alleine. Da gibt es in Thüringen aktuell die gleiche Diskussion. Allerdings möchte ich auch die Kinder noch mal zu Wort kommen lassen, um deutlich zu machen, wie die das sehen. Die Märkische Oder-Zeitung hat ein Interview gemacht mit 5 Klässlern zu dem Thema. Und die hat gefragt, ist es sinnvoll, einen Kindertag zu feiern? Darauf antwortet... Ja, Sie lachen. Ich werde Ihnen das sagen. Warten Sie doch mal die Antwort ab. Ich würde weltweit einen Kindertag, einen Muttertag und einen Vatertag einführen, damit man mehr Zeit füreinander hat. Und die Begründungen dafür liefern die Kinder auch gleich mit. Da sagt Max, wenn die Eltern von der Arbeit nach Hause kommen, bleibt für uns wenig Zeit. Jamila sagt, ich glaube, es ist heute sehr schwer, Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Und Hendrik fügt hinzu, ja genau, es ist anstrengend, den Alltag in der Familie zu organisieren. Also das Fazit ist doch, mehr Zeit für Familie ist durchaus sinnvoll. Sie finden das vielleicht lächerlich, die Kinder offensichtlich nicht. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns hier doch einmal unkonventionelle Wege gehen und vielleicht auch mal Vorreiter sein. Natürlich müssen viele Leute arbeiten, aber das ist ja ein Totschlagargument. Auch wenn Sie jetzt sagen, an Feiertagen gibt es Leute, die arbeiten müssen, dann können Sie auch gleich die Abschaffung aller Feiertage fordern. Das ist doch Unsinn, was Sie da erzählen an der Stelle. Also für den Fall, dass wir und ich Sie nicht überzeugen konnte, das Thema zumindest zu überweisen, wird meine Kollegin Frau Bernhard nachher noch einen weiteren Versuch unternehmen. Ich freue mich jetzt nochmal auf die Debatte und in einer Stunde dann vielleicht auf einen neuen Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste, ich bin schon etwas erstaunt über diese Debatte. Erstens scheinen Sie nicht begriffen zu haben, dass es sich hier um einen Gesetzentwurf handelt. Die meisten meiner Abgeordneten redeten davon, dass es ein Antrag wäre, der heute abgelehnt werden müsse. Es geht hier um einen Gesetzentwurf, der überwiesen werden muss in die Ausschüsse oder kann. Und dort die Argumente, die Sie uns heute vorgetragen haben, dass wir die miteinander austauschen und dazu kommen, erstens, ob ein zusätzlicher Feiertag eingeführt werden soll und zweitens, ob es der Kindertag sein soll. Dieser Debatte wollen Sie sich verschließen, indem Sie nicht mal der Überweisung des Gesetzentwurfs zustimmen, sondern hier von vornherein sagen, nee, das müssen wir nicht mehr weiter diskutieren, wir haben unsere Meinung, steht fest. Kann ich nicht verstehen. Das unterhöhlt aus unserer Sicht die Demokratie, gerade dafür, für solche Diskussionen sind Ausschüsse da. Und zweitens, ich muss es mal heute wirklich in aller Deutlichkeit sagen, wissen Sie, was sich an Ihren Politikstil so richtig annervt? Wenn es wie gestern bei der Haushaltsdebatte, bei den Elternbeitragsentlastungen dazu geht, sich hier vorne hinzustellen und warme Worte zu sprechen, über das Kinderland Nummer 1 zu verlieren, um über die Familienfreundlichkeit von Mecklenburg-Vorpommern zu schwadronieren oder das Land zum Leben hochzujubeln, dann sind Sie wirklich groß genug. Was hat SPD und CDU nicht alles Tolles erreicht, wenn man ihnen gestern zugehört hat? Mein Gott, sind wir super, mein Gott, sind wir toll. Dann kann es nicht blumig und lobend genug zugehen. Doch leider darf man hinter die Kulissen nicht schauen. Da wird es dann ganz duster in Mecklenburg-Vorpommern. Ständig nur halbe Sachen und Ungares, und nur auch konkret zu werden. Kita-Freiheit im Kinderland, obwohl Sie das seit 2006 beide Koalitionäre versprochen haben. Im Land Fehlanzeige, klare Kante für gute Löhne, Fehlanzeige, Spitzenqualität in der Betreuung in der Kita, im Kinderland, Fehlanzeige, das Land so attraktiv wie möglich zu machen, Fehlanzeige, Fehlanzeige, Fehlanzeige. Und heute geht es mal konkret darum, auch mal etwas für das Image des Landes zu machen, was für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu machen, was für die Kinder im Land zu machen, das Gesagte auch mal tatsächlich zu leben, was wir ständig von Ihnen hören dürfen. Doch da machen Sie dann einen Rückzieher, da schaffen Sie es noch nicht mal, den Gesetzentwurf in den Ausschuss zu überweisen. Wissen Sie, mit was so eine Ablehnung der Überweisung des Gesetzentwurfs zu vergleichen ist? Das ist genauso, als ob Sie Ihren Nachbarn ständig erzählen, wie kinderfreundlich Sie doch sind und eine Woche später gegen einen geplanten Spielplatz auf dem Hinterhof Klage einreichen. Genauso erscheint das, was Sie hier im Landtag abziehen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich kann aber aus der Debatte auch mal was Positives mitnehmen. Ich komme, wie man hört, nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern aus Sachsen. Ich habe bisher nie den Ausspruch verstanden, dass laut Bismarck in Mecklenburg-Vorpommern alles 50 Jahre später passiere. Ich habe das bei den Menschen hier nie kennengelernt. Bis heute, meine sehr geehrten Damen und Herren von SPD und CDU, bis heute. Es ist die Behäbigkeit und der mangelnde politische Wille, den die Koalitionsfraktion hier in Mecklenburg-Vorpommern an den Tag legen, das erlebe ich immer wieder und insofern hatte Bismarck bei Ihnen dann doch recht. Denn es geht auch anders. Ihre Fraktionen in anderen Bundesländern zeigen, dass es möglich ist. Sie hatten schon darauf hingewiesen, Herr Ehlers, auf Niedersachsen, wo gerade der Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU verhandelt wird. Und was stand damit ganz oben auf der Themenliste? Die Einführung eines zusätzlichen Feiertages. Gutes ist nicht der Kindertag. Dort soll es dann der 31. Oktober, der Reformationstag werden, der dieses Jahr einmalig bundesweit frei war. Dort ist dann mit Begründung wie den interreligiösen Dialog zu fördern. Wir schlagen nun den Kindertag vor. Beide Themen, Religion wie auch Schutz der Familie und Förderung der Familie, sind beide gleichwertig im Grundgesetz verankert, Artikel 4 und Artikel 6. Damit sind beide Tage vergleichbar. Aber nicht nur in Niedersachsen ist man weiter, sondern, und ja, auch das kam in der Diskussion schon rüber, auch in Thüringen. Nun halten Sie uns vor,
Wir hätten von den Thüringern abgeguckt, wir hätten das alles mit einer heißen Nadel gestrickt, was die Forderung nach dem zusätzlichen Feiertag angeht, also auch nach dem Kindertag. Ja, wir nehmen viele Initiativen aus Thüringen in die Landtagssitzung auf, weil dort eine Regierung, eine Partei in der Regierungsverantwortung als stärkste Partei ist, das ist die Linke. Und da kann man nur Initiativen mit aufnehmen, wie zum Beispiel die Abschaffung des 219a StGB, die Initiative zur Verankerung von Kinderrechten ins Grundgesetz oder eben mal die Forderung des Kindertages als Feiertag. Da sieht man eben, wieso es so wichtig ist, die Linke zu wählen, wer für Selbstbestimmung von Frauen ist, wer für die Kinderrechte im Grundgesetz ist, weil ihm das Kindeswohl am Herzen liegt oder wer den Kindertag zum Feiertag haben will, der muss die Linke wählen. Und dass das auch Mecklenburg-Vorpommern können, beweist der wohl bekanntesten linken Politiker. Einen Moment, Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Und dass das auch Mecklenburger können, beweist der wohl bekannteste linken Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern in Thüringen, der Jugendminister Helmut Holter, der jetzt gerade die kostenfreie Kita in Thüringen umsetzt. Dort ist zu sehen, dass auch Worten Taten folgen, wenn es um die kostenfreie Kita geht. Dort ist nicht von Mini-Beitrags-Elternentlastung die Rede, die sofort wieder im nächsten Jahr aufgefressen werden. Dort, wie gesagt, ist der politische Wille da zu einer kostenfreien Kita. Und auch das ist ein Grund, die Linke zu wählen. Oh, das glaube ich nicht, aber lassen wir es. Zum nächsten, was von Herrn Mantei und als auch von Frau Degtmeier kam: Kinder sollen doch dort gewürdigt werden, wo sie an dem Tag, dem Kindertag, auch sind, heißt in Kindertagesstätten oder in Schulen. Ich habe da mal einen Experten zu seiner Meinung gefragt. Ich bin 40 Jahre, ich glaube, man kann mich nicht mehr als Kind oder Jugendlichen bezeichnen. Der Experte ist 8 Jahre alt und er ist mein Sohn. Ich fragte ihn: Möchtest du zum Kindertag lieber zu Hause bleiben bei uns oder in die Kita oder in die Schule gehen? Sie werden es sich denken können. Er sagte natürlich, er will zu Hause bei seinen Eltern bleiben. Ich fragte ihn dann weiter, dass er denn dann so nicht in der Schule oder in den Kindertagesstätte den Kindertag feiern könnte. Einen Moment, Frau Abgeordnete. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Nö, ich muss über Sie lachen. Frau Abgeordnete, doch. Ich bitte, jetzt habe ich das Wort. Ich bitte Sie alle, sich etwas zu mäßigen. Das hat schon nichts mehr mit lebhafter Debatte zu tun. Das grenzt an Tumult. Bitte mäßigen Sie sich. Sie haben das Wort, Frau Abgeordnete. Ich war gerade bei meinem Sohn und er sagte natürlich, er will zu Hause bleiben. Ich fragte ihn weiter, dass er ja so dann nicht in der Schule oder in der Kindertagesstätte mitfeiern könnte. Und wissen Sie, was seine Antwort war? Das ist doch kein Argument. Und ich finde, recht hätte er. Das sage ich nicht nur als seine Mutter, sondern das sage ich auch als Familienexpertin meiner Fraktion. Natürlich bietet der Kindertag als Feiertag den Familien die Möglichkeit, zusammen zu sein. Kindertag muss Familientag sein. Und natürlich hat es auch was zum Wohle der Kinder zu tun, Frau Tegtmeier. Stellen Sie sich doch nicht hier vorne hin und fragen Sie das, was hat das dann noch für die Kinder zu tun? Dass sie einen Familientag gemeinsam verbringen. Herr Förster hatte es in der Einbringung verdeutlicht, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern haben nicht nur mit den wenigsten Feiertage im Bundesdeutschland und den geringsten Lohn, sondern sie arbeiten durchschnittlich auch noch 91 Stunden mehr als zum Beispiel in Saarland. Und deshalb bleibt weniger Zeit für die Familie. Deshalb ist auch das ein Grund für uns, warum der Kindertag ein Familientag werden muss. Und das heißt aber nicht, dass er in die private Ecke abgeschoben ist. Natürlich ist die zweite Funktion auch noch, dass der Kindertag als Kampftag gilt. Dazu komme ich später. Da kann ich auch Ihre Ablehnung, sehr geehrte Damen und Herren von SPD und CDU, nicht verstehen. Auch verstehe ich nicht die Ausflüchte in die Wettbewerbsfähigkeit oder in das Wirtschaftsargument, was Herr Mantei vorgebracht hat. Denn da müssen Sie mir mal eins erklären, Herr Schulte. Bayern ist ja wohl kaum dafür bekannt, wirtschaftlich nicht wettbewerbsfähig zu sein. Den können Sie mir doch zustimmen, oder? Es geht um Bayern.
Man könnte sagen, es zählt zu den wirtschaftsstärksten Bundesländern. Und dann auf der anderen Seite hat Bayern die meisten Feiertage. Das kann wohl kaum damit zu tun haben, dass die Wirtschaftsverbände dort so schwach seien, dass sie sich nicht durchsetzen könnten. Nein, die Wirtschaft dort sieht ihre soziale Verantwortung für ihre Arbeitnehmer. Der Mensch ist nicht ausnutzbar ohne Ende. Nein, gute Löhne, Freizeit für Kinder und Familie, Gesundheitsmanagement, sichere Arbeitsplätze, das fördert die Motivation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und stärkt die Motivation, wie uns das leistungsstarke und feiertagsstärkste Bundesland Bayern vormacht. Und ich muss es leider so sagen, aber lassen Sie uns an Bayern ein Vorbild nehmen und einen zusätzlichen Feiertag einführen. Ich messe die Menschen nicht gerne an Wirtschaftskraft, wie es hier geschehen ist, aber wir haben uns auch mit diesen Argumenten auseinandergesetzt. Und meine Damen und Herren von der SPD, Sie müssen doch auf die Knie gehen eigentlich und uns für die Initiative danken. Doch, mit Manuela Schwesig haben Sie doch eine Frau an der Spitze Ihrer Landespartei gewählt, die sowohl hier auf Landesebene als auch auf Bundesebene für Kinder verantwortlich war. Eine Politikerin, die Kinder in ihren Reden immer wieder hervorhebt. Ganze 33 Mal übrigens in ihrer Regierungserklärung. Da wäre es doch nur das Naheliegendste, wenn die SPD nun auch für den Kindertag als Feiertag stimmen würde. Aber nein, aber ich erinnere mich ja an den heutigen Erkenntnisgewinn. Die SPD wird erst im Jahr 2067 auf die Idee kommen und den Kindertag als neuen Feiertag einführen und sich dann richtig klasse dafür finden. Da ist er natürlich schon ganz von allein drauf gekommen und es war schon immer ihre Idee gewesen, wie beim bundesweiten Mindestlohn, nur eben ein bisschen langsamer. Wir sagen, die Einführung ist notwendig, gerade mit Blick auf unser Land, nicht nur wegen der Familienfreundlichkeit, wie ich es ausgeführt hatte, oder wegen der gewerkschaftlichen Gesichtspunkt, dem zusätzlichen Feiertag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nein, weil der Kindertag eben auch ein Kampftag ist. Ein Kampftag für Kinder. Ihnen an diesem Tag eine Stimme zu geben, auf Sie den Blick zu richten, ist gerade in Mecklenburg-Vorpommern notwendig. Jedes dritte Kind lebt in Mecklenburg-Vorpommern in Armut. Ein Grund mehr, den Blick auf die Situation der Kinder an einen besonderen Tag zu richten und den Kindertag zum Feiertag zu erklären. Und ich möchte vielleicht noch ganz kurz auf die Argumente von Frau Justizministerin Hofmeister eingehen, die sagte, der Feiertag müsse ein, wenn man etwas zu einem Feiertag erklären wollte, müssen ganz bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Wir meinen, das tun sie, weil auch das haben wir natürlich geprüft. Aus unserer Sicht ist die besondere Bedeutung, die sachlichen Gründe sehr wohl gegeben. Wie gesagt, ich hatte es gerade ausgeführt, der Kindertag ist ein Kampftag. Hier gibt es genug Probleme im Land, auf die es hinzuweisen gilt, im Sinne der Kinder, kostenfreie Kita, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Sicherung der Jugendschutz-Sozialarbeit, ihnen eine Stimme zu geben. All das sind besondere Gesichtspunkte, die man an einen solchen Feiertag besondere Aufmerksamkeit richten könnte. Es besteht auch ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Aktuell erfolgt aufgrund der Medienberichterstattung bei der OZ eine Umfrage. Die Umfrage wird von vielen geteilt, sodass auch ein gesellschaftlicher, breiter Konsens da ist. Und wir meinen, der Kindertag sollte zum Feiertag erklärt werden. Zum Zweiten haben Sie gesagt, zu keinem Zeitpunkt war der Kindertag ein Feiertag. Ich glaube, gerade ein Land, ein Bundesland, das Kinderland Nummer 1 werden will, bei all den Problemen, die er hat, könnten wir ein Vorreiter sein und bei uns den Kindertag zum Feiertag erklären. Ich glaube, das wäre das richtige Zeichen, wenn wir Kinderland sein wollen, für die Familien, für die Kinder. Dann zum Dritten kam, es gibt verschiedene Tage des Kindertages. Es ist richtig, es gibt den 1. Juni, den Internationalen Kindertag. Es gibt den 20. September, den Weltkindertag. Beide werden begangen. Sie selber, Frau Hofmeister, haben es gesagt, wir befinden uns in Ostdeutschland. Traditionell ist hier immer der 1.6. begangen worden und wird auch heute noch in Kitas, in Schulen oder in Freizeiteinrichtungen gemeinsam mit Kindern begangen, sodass das aus unserer Sicht der Kindertag wäre, der hierfür in Frage käme, der internationale Kindertag.
Ich hoffe, ich konnte Sie noch überzeugen, der Überweisung des Gesetzentwurfs zuzustimmen. Bei Ihrem Gelächter und dazwischengerufen gehe ich jedoch nicht davon aus. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.